Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Heute endlich mal wieder ein neues Video nach, ich glaube, mittlerweile 2 Wochen oder so. Ich war ja, wie gesagt, im Urlaub. Hab mal ein bisschen entspannt, ein bisschen gechillt und vorproduzieren. Hatte ich nicht so Bock drauf, aber Food Champions Rewards sind wieder back. Es ist mal wieder Donnerstag. Heute nicht erstmal auf meinem Account, sondern auf dem Account von meinem Mod Rico. Denn Rico hat Gold 2 geschafft. Ich habe Gold 3 geschafft, weil ich hatte einfach keine Zeit mehr gehabt. Rico hat sogar für mich noch Games gespielt auf meinem Account. Also Grüße gehen auf alle Fälle raus. Dementsprechend wäre das ganz nice, ihm irgendwas zu packen. Ich musste die ganze Zeit auf mein Handy gucken, weil er schreibt mir hier die ganze Zeit was. Rivals habe ich dann auch noch 2x 125 K-Sets. Okay, nicht schlecht. Dann bin ich mal gespannt. 2 Player Picks. Gold 2 mit Eredivisie Tots im Pack und mit Serie A. Ich glaube, was hat er gesagt? Irgendwas, irgendwie De Ligt oder sowas, weil Eredivisie sieht auch nicht schlecht aus. So, mal gucken, was wir ihm denn rausholen. Ach. Ja. Also, ja, wahrscheinlich Tadic wegen Rating. Also De Jong, El Kayati, Sirigu. Ich denke mal, er wird Tadic mitnehmen wollen wegen Rating. Und der zweite Player-Pick. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Cancelo oder sowas. Boah. Ah, das ist echt behindert. Sirigu nochmal. Korea hat er schon untradable gezogen. Und naja. Und dann wahrscheinlich Illichis auch wegen Rating, ne? Ach man, das ist so behindert. Und der Herr möchte gerne untradable 125k-Packs mitnehmen. Der hat sogar Division Rivals geschwitzt. Was ist da denn los? Bin ich mal gespannt. 225k-Sets kriegen wir noch dazu. Sind beide untradable. Ja, also Packs sind ordentlich. 225k-Sets, seltenes Megaset, 2x. Dann hier dieses, keine Ahnung, seltene Gold-Set, was auch immer. Was einfach direkt gekippt wird, weil Walkout da drin. Wahrscheinlich. Seltenes Megaset. Ist auch kein Walkout. Skipp ich einfach durch. Weil die Kacke braucht man sich hier nicht reinziehen. Nee, definitiv nicht. Aber 3K-Coins. Und mein PC dreht wieder durch. Ehrenwert. Zweites seltenes Megaset. Haben wir Walkout vorher schon vor den Packs? Nope. 225k-Sets habe ich, glaube ich, keine Ahnung, selten geöffnet. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eins geöffnet habe. Hat man da nicht auch irgendwie über eine SBC irgendwie 125k-Sets oder so bekommen? Ich weiß es nicht. Wundert euch nicht, dass ich leicht müde aussehe. Ich bin es noch, weil ich vor 10 Minuten erst aufgestanden bin. Da müssen eigentlich 2 Walkouts rauskommen. Wir kennen das Luck von FIFA. Wir kennen die 125k-Packs. Ach, das ist einfach. Das ist ein 125k-Set. Das kostet normalerweise 25 Euro. 25 Euro kostet das Pack. Alter, dreht mein Headset durch. Das Pack kostet, wenn man es mit FIFA Points öffnet, 100. Alter! 25 Euro kostet 125k-Pack und man kriegt da nicht mal einen Walkout raus. Nicht mal einen garantierten Walkout raus. Das ist schon echt krass peinlich, EA. Das ist schon echt krass peinlich. Letztes Pack auf Ricos Account. Wenn hier kein Walkout rauskommt, dann war es das wirklich komplett. Immerhin Walkout untradable Tops oder so. Leider nein. Und das sollte Casemiro sein. 89er, ne? 88er. Also das waren echt beschissene Rewards, muss man schon sagen. Also klar, Gold 2. Ne? Kann man immer wieder diskutieren, ob man da unbedingt jetzt was Gutes erwartet. Aber das waren echt richtig beschissene Rewards. Also wirklich richtig beschissene Rewards. Player Picks waren kacke. Also aus meiner Sicht, für Ricos Sicht oder aus Ricos Sicht waren die kacke. Und die 125k-Packs konntest du auch komplett vergessen. Mal sehen, ob es auf meinem Account ein bisschen besser aussieht. Also sind wir auf meinem Account angekommen. Ich habe leider nur Gold 3 geschafft. Ich glaube, Rico hat 7 Wins für mich geholt aus 10 Games, was schon nice war. Und ich bin erst irgendwann, glaube ich, Sonntag. Wann war ich zu Hause? Ich glaube Samstag, nee, Sonntag, irgendwann 10, 12 Uhr war ich zu Hause. Da habe ich keinen Bock mehr, noch mehr zu zocken als bis 14 Games. Dementsprechend Gold 3. Eredivisie-Tots sind ein paar nice dabei.
was ich bräuchte für mein Main-Team, um es ein bisschen umbauen zu können, ein neues Team austesten zu können, wäre ein Innenverteidiger aus der Serie A und ein Torwart. Also im besten Fall Donnarumma und Chiellini, aber ne, wir wissen ja, was ich für einen Lack habe aus den Player-Picks. Erster Player-Pick. Nein! Fuck! Fuck! Ich habe ein Problem. Ich habe jetzt ein dickes Problem. Ich hatte Piontek mal gehabt als OTW-Karte, so als Super Sub auf Ehre. Jetzt habe ich habe gesagt, wenn Team of the Season Zeit kommt, werde ich ihn als roten Spieler ziehen. Jetzt habe ich hier Donnarumma und Piontek, Alter. Fuck! Also eigentlich muss ich auf Ehre den Krzysztof mitnehmen. Aber ich nehme Donnarumma mit. In der Hoffnung, dass ich ihn nicht nochmal kriege. Nein, ich nehme Piontek mit. Scheiß drauf, ich nehme Piontek mit. Weil ich kriege jetzt Donnarumma nämlich nochmal. Safe. Safe kriege ich den jetzt nochmal. Das ist so... Es ist so behindert. Warum... Nee! Ey, du willst mich doch verarschen. Warum kriege ich Piontek nochmal? Mann! Ich habe alles darauf gesetzt, dass ich jetzt Donnarumma nochmal bekomme. Nein, ich krieg nochmal den, den ich gerade schon gewählt habe als Player-Pick. Es ist so behindert, Mann. Da setze ich drauf, dass ich Piontek nicht nochmal bekomme, weil ich den etwas seltener eingeschätzt hätte als Donnarumma. Es ist so behindert. Es ist so behindert. Immerhin, Piontek in Rot ist ganz nice, aber kannst du mal wieder komplett vergessen. Abfahrt, Abfahrt. Mal sehen, ob wir Walkouts überhaupt noch auf meinem Account ziehen. Ist der Wahnsinn. Zweites Mega-Pack. Und wir ziehen einen Walkout. Ich weiß nicht, ob das tradable ist oder untradable, das Pack. Ach, auf Ehre, Alisson. Kennt man. Müsste untradable sein. Ne, ist es nicht. Sogar tradable. Ehrenwert. Ich weiß halt nicht, welches jetzt... Also eins davon, meine ich, ist noch untradable, oder? Warum habe ich jetzt zwei? Achso, 51k-Set ist tradable und ein Mega-Set ist tradable. Irgendwie so war das ja, ne? Nehmen wir leider keinen Walkout. Letztes Mega-Pack. Das ist jetzt, glaube ich, auch nochmal untradable und kein Walkout. Ehrenwert. Also meiner Meinung nach sind die 50k-Set mit die schlechtesten Packs, die es gibt in FIFA. Man hat sie aber bei dem Gamer-Bruder gesehen, dass die ja doch mal ballern können. Dementsprechend lasse ich mich mal überraschen, ob ich da vielleicht einen Walkout rausziehe aus dem ersten schon mal nicht. Ich hoffe, das war das untradable Set. Das wäre es natürlich wieder sonst komplett. Nee, es war das tradable Set. Och, Digga, das kannst du doch keinem erzählen. Kannst du doch keinem... Hä, ist es jetzt... Doch, es ist jetzt... Ist das jetzt tradable? Oh, wow. Ist das belastend. Come on. Zwei untradable 50k-Sets. Come on. Nee, skippe ich einfach durch. Brauche ich mir die Animation nicht reinziehen. Wo noch nicht mal, ja doch, ein Schlitz, sogar zwei Schlitze, aber kannst du keinem erzählen, Digga. Und so Basic habe ich schon untradable. Letztes Pack in diesem Video. Kein Walkout. Ah, und genau deswegen schwitze ich nicht bis, keine Ahnung, Gold 1 oder sowas, weil es lohnt sich einfach nicht. Also, auf meinem Account lohnt sich einfach nicht. Das ist das dritte verfickte Mal, dass ich Laporte bekomme, Alter. Warum kriegst du jedes Mal doppelte Spieler? Warum, EA? So wird das aber nichts mit dem Team. Donnarumma hätte ich halt mitnehmen können. Habe ich verschissen. Ehrenwert. Aus meinem garantierten Serie A-Totspack, by the way, Mancini gezogen, den schlechtesten. Also bei mir läuft rückwärts den Berg hinunter. Ja, und mit den beiden kann ich auch absolut nichts anfangen. Weil ich finde Wischka nicht 10-mal geiler, aber definitiv geiler als Super Sub. Freunde, das soll es gewesen sein. Kurz und knackig heute. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Haut rein.